Revierderby in der Bundesliga. Borussia Dortmund gegen Schalke 04. Doch so richtig Derby-Vorfreude steigt nicht auf. Das Duell Schwarz-Gelb gegen Königsblau unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Vielleicht sogar ein Vorteil für die Gäste aus Gelsenkirchen? Nee, würde ich nicht sagen, dass das ein Vorteil ist. Ich glaube, unsere Fans waren da immer sehr, sehr laut. Wir haben gute Erinnerungen in den letzten Jahren auf Dortmund. Und von dem her, glaube ich, ist Vorteil hin oder her, ist, glaube ich, völlig egal. Die Schalker Erinnerungen an die vergangenen Derbys. Bestens. Von den letzten 8 Duellen nur eins verloren. Immerhin ein kleiner Mutmacher, denn die aktuelle Formkurve alles andere als zufriedenstellend. Seit 7 Ligaspielen ist man ohne Sieg. Wir wissen ja, was auf dem Spiel steht. Also das ist trotzdem noch ein Spiel, wo wir gewinnen wollen oder wo wir uns gut präsentieren wollen. In unserer aktuellen Situation sind wir natürlich nicht groß der Favorit, aber wir wollen trotzdem eine gute Leistung abliefern und das leider ohne Fans. Aber das nehmen wir an und da werden wir auch völlig voll motiviert sein. Es wird kein normales Spiel. Borussia Dortmund gegen Schalke 04. Das Revierderby wird zum Geisterderby. Ungewohnt, aber sportlich trotzdem. Brisant wie eh und je.